Ja, hallo und herzlich bam 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 ba. Willkommen zurück. Hey du. Ja. Hast du Stutenfohlen gesehen? Na klar, ich hab sie flach gelegt. Was denkst denn du? Ja, okay, hallo. Wieder mal ja, tut er. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit, dass wir Schichten schieben. Die Feuer im Krematorium brennen Tag und Nacht. Gut. Die Stadt muss gereinigt werden mit Stahl und Feuer. Wenn du sie saugst, lass mich durch. Mir laufen Scheiße und Eiter vom Wagen. Oh, ja, sofort. Wieder mal Regen. Im Leben muss man was riskieren. Willst du mich verarschen? So, jetzt müssen wir hier weg. So, und nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit The Witcher, White Hunt. Und die quatschen mir alle ins Wort hier, also, weißt du. Wir gucken einfach in die Quest. Was soll das? So, Schatzsuche. Sechs Sätze. Schäber der Verbesserung. Okay, kicken wir mal auf der Karte. Wo ist denn? Da ist das nächste Teil. Und wir könnten von der Wegkreuzung aus. Okay. Gut, gehen wir hier zum Stadttor und dann fuddeln wir uns da langsam rüber. Diejenigen, die tugendhaft waren, ja, so wie ich. Feuer wärmen. Ja, ja. Diejenigen, die sündig waren, die werden am Feuer erfrieren, die sündig waren. So, gut. Auf den Schalter auf. Genau, kennen wir alles schon. Und wir reisen. Ne, da wollten wir noch... Ah, guck dir, gucke da. Da haben wir echt noch ein Fragezeichen übersehen. Wie geil. So, was haben wir gesagt? Wir Wegkreuzung, ne? Und von da aus kämpfen wir uns rein. Mit Schambein-Antilopen und Tripper. So. Und hinter uns ist schon wieder... Wölfe, ist ja klar. So, nochmal ganz schnell markiert die ganze Kacke hier. Da oben. Eieie. Das ist aber ein ganz schönes Eckchen da. Und jetzt auch noch in Richtung Wölfe. Ach, ich hab da gar keinen Bock drauf, ey, ehrlich. Scheiße. So, hier die zwei noch mitgenommen. Wo liegt der? So, na denn. Laufen wir mal. Ein bisschen Blümchen sammeln hier. Sind hier noch 300 Meter bis dahin. Oder 300 Fußschritte bis dahin. Ich würde doch sagen, wir speichern mal noch ein Ründchen. Zack. Speichern kann man hier nicht oft genug. Vorne ist noch ein bisschen Schellkraut, glaube ich. Weil da ist ein Arsch vom Reh. Sieht nach Regen aus. Oh ja, sieht nach Regen aus. Es regnet schon 3 Wochen. Der Witcher läuft, der Witcher läuft, der läuft durch den Wald. Und er hat eine Horde Wölfe geknallt. Hey! Also das heißt der Rudel. Und von der Rudelsburg. Es gibt ja auch eine Rammelsburg, ne? So, wir müssen noch... Undead. Wir speichern. Und rutschen mal hier runter. So, zack. Nehmen noch ein bisschen Hundspetersilie mit. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Und davon noch ein bisschen mit. Und das auch gleich noch. Und das Reh da hinten erschießen wir nicht. Nein. Ein Bambi kommt aus dem Wald. So. Oh, die können wir auch noch mitnehmen hier. Die Mogelpflanze hier, wie die auch immer heißt.
So, speichern, nicht vergessen. Man weiß aber nicht, was hier für Milch und Finsternis? Finde mehr über das Anwesen heraus. Alter, ich wollte doch eigentlich nur das Dings finden hier. Ach du Scheiße. Na, jetzt geht's los. Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Schlüssel. Katzenschule. Eigentlich wollten wir sind doch eigentlich nur hier, um die Katzenschule zu finden. Also hier die Dings. Na, du weißt doch schon, was ich meine hier. Jetzt hier noch weiter? Was? Ach, das sind bloß Krähen. Da brauchen wir keine Angst haben. Die picken uns höchstens an der Nudel herum. So, wollen wir mal gucken. Was ist denn das hier? Na geil. Da liegt ein Zettel. Seltsam. Lesen. Mein Haus wird seit Tagen von Jägern belauert. Ich wusste natürlich, dass sie kommen würden. Die Vision durch den aromatischen Limburger war nur allzu deutlich. Doch ich muss das Risiko eingehen und noch einige Tage bleiben. Die Käse haben ein faszinierenden Reifestadion erreicht. Ein Transport steht völlig außer Frage. Ich arbeite seit 40 Jahren an diesem Rezept. Lieber sterbe ich, als es jetzt im Stich zu lassen. Für den Fall, dass ich nicht imstande bin, Zeitpunkt und Art des Übergriffs der Jäger weiß zu sagen, vermache ich meinen wertvollsten Schatz dem tapferen Abenteurer, der imstande ist, ihn zu finden. Und tja, möge dieser Lohn ihn inspirieren, meine Arbeit fortzusetzen und sich auf die Schulter der Riesen der Tyromantie zu stellen. Geoffrey Munster, Arven Wirks, Bologna. Und nicht zuletzt der Blauschimmelbaron Eric Stilton. Ja, gut. Also, hier ist der Käsemacher. Da ist eine Truhe. Aber hier ist noch ein anderes Katzen aus Dingsbums. So, warte mal. Wir sollen den Schlüssel finden, richtig? Warte mal. Da gibt's doch noch ein Dings. Wieso muss ich denn jetzt dahin? Ach, finde mehr über das Anwesen heraus. Also zurück nach Novigrad. Wie scheiße ist denn das? Finde einen Weg, das Portal zu aktivieren. Habe ich da eben eine Erscheinung gesehen oder? Entschuldigung. Wegkreuzung. Da. Scheißendreck. Das ist jetzt echt doof. Dann gehen wir dahin, oder? Nee, wir gehen dahin. Komm, das ist kürzer. Und dann müssen wir wieder nach oben. Also nach Novigrad. Erstmal mit diesem Typen da quatschen.
Man findet auch nichts hier. Warte mal, ich guck mal hier unten rum. Nee. Das klingt mir aber nicht nur nach Dings hier, nach... Nee, da ist irgendwas im Keller drin, ne? Was jetzt? 400 Meter? Ach, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Sind wir so weit gelaufen? Hatten wir nicht... Was? War hier nicht in der Nähe noch ein... Nee, war nicht. Na toll. Na gut. Ah. Da ist doch ein Teleport hier. Guck mal an. Schnell reisen. Zehn Wochen nur das Deck geschraubt. Welt verflucht. In die Wind gesparkt. Und so weiter. So. Temerische Ohren und Nilfgaardische Floren können bei der Vivaldi Bank in Novigrad, in Novigrader Dingsbums. Und so. Gut. Wo müssen wir denn hin? Nach da oben. Ist das weit von hier? Hä? Wir müssen dahin. 56 Meter. In diese Richtung. 40, 39. Ich hoffe auch nur, dass wir hier auch richtig sind. 37. Ich hab's mir fast gedacht. Ich glaube, wir müssen hoch. Warte mal, ich guck mal auf der Karte. Wir können. Ne, da kommen wir nicht durch. Wir müssen zurück und dann hier rum. Ah ja, okay. Ist ja auch schon Abend. Aufhören! Putze. Regen wie dieser hier würde in Silikanien ein Vermögen einbringen. So, und jetzt hier durch. Hier runter. Da ist ja wieder toll. Ihr zwei da, haut ab! Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Belästigen niemanden. Ihr belästigt mich. Verschwindet oder wir jagen euch ein paar Bolzen in den Hals. Oh. Oh. Alter, ich muss hier rinnen. Hau ab, Mann. Da, auch ein Zwerg. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Nee, lass mal, lass die Hose um. Das ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Eramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Eramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. So, dann wollen wir mal gucken.
Haben wir hier. Was? 1000. Sattel 70. 2% Igni, die ganze behalten. 40. Nehmen wir mit. Was ist das? Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. So. Vielleicht werden wir noch ein bisschen was los hier. Hm. Was haben wir hier? Das nehmen wir auch noch mit. Fett. Plunder. Ja, Plunder fetzt. Plunder nehmen wir mit. 700. So, tschüss. Wiedersehen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Oh. Mal, da ging es nach oben. Komm ich da hoch? Nehmen wir die Treppe, gut. Oder... Okay. Genau, da müssen wir hin. Also, hier wieder lang. In Silikanien ein Vermögen einbringen. Treppe runter. Und dann sind wir auch fast. Ist langweilig. Und da. Genau, hier, so. Schnellreise. Gut. Gucken wir da mal hin. Nochmal zu dem Anwesen. Über 16. Ach komm, wir pennen mal eine Runde. Bis 5. Und es ist wieder sonnenklar. So, na, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt diesen magischen Schlüssel. War das jetzt hier oben oder war das hier unten? Also. Das hört sich nicht gesund an da unten. Wir speichern. Ach ne, F5. So, okay. Oh fuck. Na dann rein, nein. Der Bildschirm? Puh, hier stinkt's. So, ach du liebes Bitte. Na, ich bin gespannt vor. Das. Dieser Geruch. Reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Wir machen mal Feuer. Scheißendreck. Gehen wir lang hier oder was? Okay. Dämpfe. Vielleicht sollten wir doch die andere Seite nehmen. Weiß nicht. Vielleicht ist es ja hier sicherer. Ja. Na ja, gut. Na geil. Na komm, wir flitzen hier durch. Komm. Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein.
Wir sind nicht von hier gekommen, ne? Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Toll. Nein. Noch 19 Meter. Geil. Ich sehe hier auch nichts. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Soll ich da unten? Da lang? Nee. Ja, doch von hier gekommen. Was denn jetzt? Sind wir wieder raus? So, warte mal. Eine Runde ausruhen. Also Flaschen wieder auffüllen hier. Und Tee. So, wir müssen irgendwie darüber, glaube ich. Das machen wir mal. So, hier plups runter. Wir da hoch? Nee. Aber hier vielleicht. Kannst du jetzt nicht tun. Warum kann ich das nicht tun? Warum? Scheiße. Hallo, ich will hier hochspringen. Wir müssen da irgendwie hoch. So, warte.
hier kommen wir nicht hoch. Doch, jetzt kommen wir hoch. Okay. Gut. Gehen wir mal hier lang. Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Speichern. Ja. Sind wir dann nur gelandet hier? Wenn man hier irgendwas war, hier. Ach, eine Fackel. Na klasse, was ist das denn? Dann brauchen wir doch unser Pottwein wieder. Und wir machen mal noch ein kleines Nickerchen. So. Ist falsch. Hä?
Mhm. Kommen wir hier nicht raus, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Du willst mich verarschen. Kommst du hier nicht raus? Oh, hier. Meine Fresse. Das ist ja vielleicht eine Käsehütte hier, Alter. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ja, Jacke. Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Ja, Leute, die Folge dauert ein bisschen länger, oder? Brechen hier ab. Nee, wir machen das mal fertig. So, speichern. Oh, wieso rot? Warum? Ach so, ja, weil machen jetzt ein Stündchen, so. Bin da jetzt gerade voll konzentriert. Und ich hau mir gleich einen Trank hinterher. Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Deaktiviere. Eine Illusion.
glaube mit Art. Oder auch nicht. Aha. Diesmal mit Igni. Barriere deaktiviert. Okay. Speichern. Langfigur. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Ja, vielleicht mit. Nenne ich es Emmentaler. Guter Name. Emmentaler fetzt. Quest abgeschlossen. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal ganz schnell rein. Wo ist ein Emmentaler? Das hier? Jawohl. Ja, Emmentaler bringt uns nicht so viel. Schade eigentlich. So, wir gehen jetzt hier wieder hinauf. Hier war doch irgendwo eine Art... Genau. Ja. Frische Luft, endlich. Haben wir es geschafft, würde ich mal so sagen. Ja, Freunde der Nacht. Das war ja eine spannende Folge. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Also hier so ein Daumen nach oben. Nach oben. Freunde, kennst du nach oben? Ne, also Daumen hoch, Freunde, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Gunfrog.